30. Fex 1027 nach Bosbarans Fall. Zweiter Tag des Turniers. Nachdem ihr euch Mitte des Tages doch recht intensiv um eure Spendengale gekümmert habt, steht nun der Hofball von Reichsregentin Ema an. Iserun hat euch Schneider zukommen lassen, die auf der letzten Stunde noch einmal das Letzte aus euch herausgeholt haben, zumindest das, was noch irgendwie möglich war. Jetzt spaziert ihr vom Haus der Witwe Putz durch das Schlossviertel und auf die alte Residenz zu. Hier im Bankettsaal soll wohl der Hofball stattfinden. Ein Diener hakt gerade den Weg aus weißem Kies. Ein zweiter Diener entzündet Fackeln am Wegesrand. Bunt flackern sie, heben sich mit den Lichtern gegen die hereinbrechende Dämmerung ab und die erste Abendkühle wird begleitet von euch. Die Flügel des schmiedeeisernen Tores sind weit geöffnet. Unzählige Wachen stehen davor, daneben und schauen euch an, mustern euch. Ein paar Bedienstete halten mit der Arbeit inne, nehmen Haltung an, wenn sie dann euch sehen, und ihr könntet dann in den Garten der alten Residenz eintreten. Dieses Mal von der vorderen Seite und nicht von der hinteren, wo immer noch die Zelte stehen, die Fahnen und Wimpel überall im Wind wehen. Der Garten ist hübsch. Ja, mit Lampignons ausgefüllt, verschiedene Lichter, verschiedene Gäste, die hier in ihren Kleidern und in ihren Anzügen stehen und ja, sich langsam leicht unterhalten. Einige sind auch schon dabei, die Treppe nach oben zu gehen, um dann eingelassen zu werden. Aber auch hier ist noch einiges los, einige Leute, die hier stehen und drauf warten. Während ihr euch auch so ein bisschen umseht, auf dem Weg noch etwas entlang spaziert und euch noch etwas unterhalten könnt. Ihr seid schon ganz generell etwas zu spät. Das hat alles noch mal ein bisschen länger gedauert. Aber nicht so, dass es unhöflich wäre. Und wie gesagt, unzählige weitere Gäste folgen auch. Viele bekannte Gesichter von den Turniertagen habt ihr natürlich schon gesehen. Die dann unter anderem hier draußen stehen. Ziemlich eindeutig kann man dann auch zwei Zwerge sehen, zumindest den einen kennt ihr. Das ist Igna, der steht da wohl auch an der Seite von Albrax Groscho Agam, dem Hochkönig der Zwerge, und sie betrinken sich da ziemlich offensichtlich, sind laut, herrisch, möchte man sie so meinen, während sie da neben einem der Bierzelte stehen und laut auf zwergischem Rogolan sich unterhalten. Haben da wohl noch einige andere Leute, die drumherum stehen, natürlich noch viele weitere Zwerge. Eine andere Fraktion, die dann wohl eher aus Almada kommt, die dann auch mit Reitpferden dann an den Ställen stehen. Natürlich, wenn man Almadaner ist, dann muss man auch reiten. Auch hier gibt es dann eben auch die Möglichkeit, diese Pferde dann abzustellen. Wo ihr unter anderem dann auch mehrere Bekannte erkennen könntet. Unter anderem Selindian Hal von Gareth, den ihr gerettet habt. Alara Paligan, Bruder Stygomar, den habt ihr zwar noch nicht gesehen, aber als Boren Hochgeweihter ist er zu erkennen. Und daneben steht Trondvik von Bregelsaum, derjenige, den ihr auch schon vor einiger Zeit in Perikum kennengelernt hattet. Und der gerade abgekniet neben einem der Blumenbeete steht und wohl auf Bruder Stygoma einredet und ihm irgendwas über Pflanzen erklärt. Ja, natürlich spielen auch hier wieder Saltatio Mortis, sind angetreten, viele Leute, die auch davor stehen und den Klängen der Barden lauschen. Ja, viele Eindrücke, die jetzt auf euch einprasseln. Wie mir scheint, sind wir viel zu früh. Wir hätten etwas später kommen sollen. Dann wäre unser Auftritt besser. Wie mir erscheint, sind wir unserem Stand angemessen, ein klein wenig zu spät sogar. Nun ja, je später der Abend, desto besser der Auftritt. Das mag für das Horasreich gelten. Ich glaube, das gilt für überall. Das Wichtige ist, dass wir noch vor ihrer kaiserlichen Majestät eingetroffen sind. Das wäre sonst eine große Blamage. Leonida von Bugenhold stolziert mit einigen Hofdamen auf euch zu und ihr macht dann einen Knicks vor Jalan. Verneige mich. Oh ja, eine große Freude, euch an diesem Abend sehen zu können. Guten Abend. Ihr seid auch gerade eingetroffen? Sie schaut wieder so ein bisschen empört in Richtung von Iserun. Aber selbstverständlich. Ich habe gehört, ihr habt die Ehre von ihr verteidigt, indem ihr Alvan von Unterallatissen herausgefordert habt. Ich gab dem Sänger eine Möglichkeit, sich in einem
sich einen würdigen Gegner zu erweisen. So, so. Nun dann möchte ich euch hoffen, dass ihr ebenso viel Zeit in den Tanz investiert habt. Aber selbstverständlich doch. Ich habe mir schließlich von unserem horasischen Freund hier die allerneuesten Tricks beibringen lassen. Ich trete auf sie zu, ergreife vorsichtig ihre linke Hand, rechte Hand und deute einen Handkuss an. Es ist meine Freude, euch kennenzulernen. Oh, ganz meinerseits. Ich bin Leonida Bugenhold von Sirenstein. Mein Name ist Signor Abelmir Jamrines. Aus Betana. Aus Betana? Wo liegt das denn? Im lieblichen Feld natürlich. Im lieblichen Feld. So, so. Abelmir, wollen wir uns vielleicht ein bisschen unterhalten? Gerne. Ich reiche seinen Arm da, zwinker Jalan nochmal zu. Sie beachtet Jalan mit keinem weiteren Blick. Und geleite sie von dannen. Was habt ihr hier angetan? Bin nicht sicher. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir das sagen. Naja, dass sie auf mich nicht gut zu sprechen ist, ist klar. Warum nicht? Ich habe euch aus dem Turnier geschmissen. Gut, Rondra wählt, wen Rondra wählt. Das sollte sie doch gerade wissen. Naja, vielleicht ist das nicht so gut für ihr Ego. Aber ihr solltet euch bemühen. Ich hoffe, dass die Tanzstunden, die Abel mir gegeben hat, da helfen. Wenn ihr mich entschuldigen würdet. Ach, da bist du. Ich, davor das Zelt. Ich bin mal dort. Ja, Kontakt einen anderen Tulamiden, der dort steht. Und geht dorthin. Und zumindest der scheint seine Landsleute gefunden zu haben. Ja, das Zelt ist natürlich auch beschriftet. Wenn man tulamidisch lesen könnte, wäre das auch möglich, das zu entziffern. Aber ansonsten nur Kauderwelsch für euch. Kann ja Tulamidia verstecken, ja. Hofastrologe Kazan. Ömer steht vor einem kleinen Zelt, beziehungsweise davor ist auch noch allerlei Schnickschnack aufgebaut. Da sitzt jemand mit einer Glaskugel vor sich und bietet da dann eben auch seine Künste an. Und würde dir dann auch den Platz weisen, wenn du dich dann vor ihm hinstellst, bietet er dir, indem er einmal durch deinen langen weißen Bart hindurch fest und ihn einmal zurecht zupft, bietet er dir einen Platz. Ja, immer verneigt er, bevor ich ihn setzt, immer eben Hamil und setzt sich dann hin. Meister Kazan, Salam Alaikum. Alaikum Salam. Was kann ich für dich tun? Soll ich dir die Karten legen oder in deine Zukunft sehen? Nun, ich denke, dass eine einzige Karte wäre doch eventuell für dich interessant. Gern. Erzähl mir doch etwas über dich. Er nimmt neben seiner Glaskugel ein großes Paket mit Karten und fängt erstmal an, sie zu mischen. Ich reise viel mit Aventurien. Ich mag das Reisen. Ich hab Freunde, auf die man sich verlassen kann. Und ja, ich habe leider einen Freund verloren in einer anderen Stadt. Was ich über mich erzählen kann. Ich bin ein großer Freund der Travia und Fexkirche. Erzähl weiter. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Gut. Ich bin ein einfacher Mann, nicht adelig. Ja, viele derjenigen, die hier rumlaufen, halten sich wohl für adelig, auch wenn sie das vielleicht gar nicht sind. Und wenn du auf dem Boden geblieben bist, schön. Ich habe dir die Karten gemischt, sowohl das kleine als auch das große Arcana. 121 Karten. Ich bitte dich also nun, eine davon zu ziehen. Der elementare Teil, der profane. Schauen wir, welche der Karten du ziehst und welche Bedeutung sie haben mag für dich das nächste Jahr.
Immer zählt von oben ab. 1, 2, 3, 4. Die vierte nehme ich. Die vierte? Ja, das ist 1, 2, 1 zusammenaddiert. So, so. Würfel mal einen 1W121. Um zu schauen, welche die vierte Karte von 121 ist. Die Nummer 37. Humus 2. Humus 2. Das ist die elementare Kartenriege. Die 2 des Humus. Krankheit. Verfall, Vergehen, Schädlinge. Das ist interessant. Aus dieser einzigen Karte kann man nicht genau deuten, ob du sie besiegst oder ob du ihr nun ja unterliegst. Das musst du für dich selbst entscheiden, aber die Krankheit wird dich begleiten. Der Verfall, das Vergehen, Schädlinge. Ich hoffe für dich, mein Freund, dass du sie triumphieren magst. Das hoffe ich auch. Also gut, ich wünsche dir noch viel Spaß auf dem Hofball. Euch auch viel Spaß. Dann steh auf, verneig dir noch einmal. Kasam der Kartenleger. Und geht dann hinaus und schlendert ein wenig über das Fest. Schaut mal nach, was die anderen jetzt mit der Zeit machen. Hat Rafim irgendwas Besonderes? Entschuldigung, Isarun. Ich komme mir reichlich dumm vor, so einfach rumzustehen. Deswegen winke ich mal jemanden mit einem Tablett heran, dass man sich wenigstens an einem Glas Bosparania oder so festhalten kann. Ja, die laufen dann hier natürlich auch rum, während einige Leute dann den Kies haken, was natürlich reichlich nutzlos ist, aber natürlich laufen hier dann auch Bedienstete herum, die dir dann entweder Bier oder natürlich auch Weine oder andere Getränke bringen und stellt dir dann verschiedene zur Wahl und kannst dir dann aussuchen, kannst du dir ein Glas Bosparania nehmen. Wollt ihr auch? Und warum nicht? Oh, gerne doch. Wonach schmeckt das denn? Ach, Wein. Ja, so ein bisschen. Und das perlt so. Also, das ist lustig. Nach dem, was Horasia für Wein halten, nehme ich mal an. Brennt das wenigstens? Ach, gibt her, egal. Ich probiere das. Ich habe jetzt zu lange nur thulamidischen Wein getrunken. Ich bin gespannt auf wieder etwas Neues. Ja, Rafim kippt das ganze Glas auf einmal. Also, ist keine Schöpfung, die allzu genial ist, würde ich sagen. Schmeckt irgendwie seltsam. Vielleicht nicht süß für meinen Geschmack, muss ich sagen. Gibt's denn hier keinen Schnaps? Wird bei sowas Schnaps gereicht? Für gewöhnlich nicht. Ich wollte schließlich nicht, dass die Hausgäste dem zu sehr zusprechen. Vielleicht da drüben bei den Zwergen? Boronwein wenigstens? Lass uns doch mal zu den Zwergen hingehen. Und dann marschiere ich auch direkt auf den Hochkönig zu. Haben wir Freunde unter den Zwergen? Da vorne ist doch schon du kennst den gar nicht. Na, ich stelle ihn dir gleich vor. Ist du der da mit der riesigen Lanze? Ja, wir sind ihm schon einmal begegnet. Er hat euch begleitet letztes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe. In den schwarzen Land darüber. Bin nicht ganz sicher, was er da überhaupt gesucht hat, aber er scheint es wohl gefunden zu haben. Naja, und dann habe ich zu ihm gesagt, vor Tombla, Otomosch, Angurasch, Orom, Drosch, Osha, Revorem, Osha, Xomschok, No, Noka, Beskan, Drax, Kabeskan, Traxin, Gortax, Motoshom. Gesetzt euch zu uns, Freunde. Hochkönig, ich darf euch meine Freunde vorstellen. Das sind Jalan Greifenmund, den Großen kenne ich nicht und den Kleinen kenne ich auch nicht. Und da hinten kommt Ömer und das ist Isarun und willkommen. Das ist euer Hochkönig. Ihr könnt ihn Alwax nennen, oder? Alwax.
verneige mich kurz vor dem König und sage in sehr, sehr, sehr gebrochenem Rokulan Angrosch zum Gruße. Und dann auf normalem Gerät die Worte. Seine Ehre, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, Garrosche, ihr könnt ruhig mit mir euer Gerät hier reden. Ihr seid ja nicht zu Hoftag bei Xolosch. Guter Witz. Es ist gut zu sehen, dass auch unsere Verbündeten aus den Bergen sich... Hey, ihr müsst lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Menschen in Xolosch, das ist lustig. Offensichtlich. Also wirklich, Alan. Auch wenn das jetzt ein bisschen frech klingt, aber habt ihr vielleicht hier was Vernünftiges zu trinken? Die da vorne schenken nur irgendwie so komisches Zeug aus. Klar, hier. Wie heißt du denn? Ich bin Nigna. Ich bin Rafim. Ja. Ja, gib mal her das. Was ist das? Muss man das kennen? Hab ich schon mal getrunken. Gib den großen Humpen mit Bier. Ja, dann mal auf. Angrosch, genau. Angrosch. Auf Angrosch. Was auf Angrosch. So, Greifenmund. Ich habe schon einiges von dir gehört. Irgendeiner redet über nichts anderes als dich und deine Freunde. Nimm dir erstmal ein Bier. Ohne Bier redet es sich schlecht. Oder sehe ich aus wie Ema? In der Tat nicht, euer Majestät. Natürlich nicht. Irgendwer hebt nur seinen Finger sehr gut nett dazu. Wenn der Hochkönig einen Witz macht, müsst ihr lachen. Dann, Angriff zum Wohl. Und weg das Ding. So, jetzt raus mit der Sprache. Wie gesagt, ich hatte das übergroße Vergnügen, mit euren beiden Untertanen einen Drachen erlegen zu dürfen. Untertan? Was meinst du damit? Und ihr seid der König der Zwerge, nicht wahr? Ja. Sie sind Brüder wie jeder andere auch. Verzeiht, ich meine natürlich mit euren Brüdern einen Drachen erlegen zu dürfen. Ja, dann erzählt der Gegner. Aber ja, Drachentöter ist gar nicht hier, oder? Verzeiht, wie bitte? Euer Drachentöter ist gar nicht hier. Irgendwer hat gesagt, aber mir war das wohl. Nun, Magister, verzeiht. Adepto. Signorino, aber mir ist doch direkt hier. Was hören jetzt schon wieder hin? Holen. Oh je, wir hätten vielleicht besser auf ihn aufpassen sollen. Ich entferne mich mal kurz von dort. Also. Standesgemäß 3 Schritte rückwärts und dann erst umdrehen. Und dann gehe ich mal holen mir suchen. Ah, du bist dieser Ömer, ja? Hier, Ömer, nimm mal ein Bier. Der Hochkönig bietet dir von seinem eigenen Humpen an. Ja, immer nimmt man einen kräftigen Schluck. Nicht so viel Schaum! Schaum ist das Beste? Guter Schaum. Guck doch mal, wie der in deinem Milchbart hängen bleibt. Ja. Man reibt sich aber übers Gesicht. Ich habe da mal eine Frage. Ihr werdet als Hochkönig geboren und deswegen, weil ihr seid deswegen Hochkönig, weil eure Kinder das so wollen? Also von der Erbschaft her? Oder ihr seid Hochkönig, weil ihr gewählt werdet? Wir machen das. Wir wählen die Weisesten. Die Weisesten Zwerge. Ja, also Demokratie. Ja, ich danke. Das wollte ich nur noch mal wissen. Man nickt so Richtung Isarun, grinst sie an. Ja, andere Völker, andere Sitten. Ja, mein älterer Bruder Rombolosch hat 200 Jahre lang... Also ich war 200 Jahre lang, habe ich als Söldnerführer in den Kriegen gegen Novadis gekämpft, also oberirdisch. Gegen Thronräuber, gegen Maraskaner, gegen Orks, gegen allerlei Fisimatinnen, gegen die ihr Menschen euch nicht wehren könnt. Ja, da habe ich ein bisschen mit Korgrim reingehauen, mit meinem Feldspalter und habe allerlei Menschen von euch kennengelernt. Sehr löblich. Und auch besiegt, wie man hört. Ja. Naja, und dadurch, dass ich mich eben gut an der Menschenoberfläche auskenne und Rombolosch abdanken musste, ja, bin ich jetzt als neuer Amboss-Zwergenkönig eingesetzt. Also ich bin Amboss-Zwerg, aber Hochkönig aller Zwerge. Ja. Und ich weiß, dass das für euch merkwürdig ist, dass wir diese Wahlen so durchführen, aber so wird das Federchen angerutscht. So merkwürdig ist das gar nicht.
Wir sind alle aus dem gleichen Stein gehauen. Ah, ihr seid sogar alle gleich. Ja, es gibt natürlich einige kulturelle Unterschiede. Die einen sind aus schwarzem Stein geschauen und die anderen aus hellem und... Aber es ist nicht. Alles Stein. Ja, genau. Vom gesellschaftlichen Standpunkt her seid ihr alle gleich. Ja. Wir haben unseren Rat. Und dann hört man natürlich auch auf den Rat, aber am Ende muss einer mit dem Hammer auf den Tisch schauen und das Machtwort sprechen. Und das bin ich. Also, wie gesagt, das, was Jalan hier gerade gemacht hat mit diesem Rückwärtsgehen, streicht dir das gleich aus deinen Haaren. Spuckeln. Ich hab's lieber gerade raus. Unkompliziert. Wenn ich so eine Pfeife nochmal sehe, dann... braucht er nochmal 3 Bier rein, dann kann er vielleicht ordentlich mit mir reden. Ja, unsere Kultur unterscheidet sich doch sehr stark von der zwergischen, muss ich mal wieder feststellen. Ich hab gehört, ich muss morgen auf Yacht geben. Schusswaffen, ja? Wurde mir schon von Ihnen gesagt, dass ihr einigen Ruhm in Jolkomag eingeheimst habt. Das kann man doch nicht zählen, dieser verfluchten Stadt. Er sagte mir trotzdem, ich soll auf euch aufpassen. Immer grinst. Ich denke, dass ihr voller Achtsamkeit seid. ich glaube, der Elf ist schon reingegangen. So ein hochgewachsener. Blonde Haare, Federhut. Hat einen Elfenbogen, genauso wie ihr. Aber ich glaube, seiner ist nicht geschändet. Ja. Ihr müsst lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. dieser Talorion ist schon reingegangen. Talorion Tansang. Den könnt ihr auch drin sehen. Den werden wir morgen auch treffen, aber ich glaube, er ist nicht so gut wie der rote Pfeil. Gegen den roten Pfeil habe ich auch schon geschossen. In 200 Jahren lernt man so einige Leute kennen. Aber so ein Elf, der überlebt auch Zwerge. Die werden noch älter? Die werden noch älter. Ich habe noch nicht ein Elfchen sterben sehen. Zumindest nicht auf natürlichem Weg. Ihr müsst lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Ja, und so trifft Jalan bei Abelmir und der Rundra-Akolutin ein. Ja. Bei einem höfischen Gespräch. Die Hofdamen in leichtem Abstand, so 2-3 Meter, dass man hören könnte. Aber es geziemt sich doch, dass man den beiden etwas Abstand lässt. Leonida, ich muss euch sagen, dieses grüne Kleid steht euch ausgezeichnet. Danke. Es bringt die Farbe eurer Augen zur Geltung. Nicht einmal der Fähnrich hat darauf geachtet. Er ist so in seine Lanze verliebt, dass er sich gar nicht mehr um mich gekümmert hat. Unverschämt. Ich wollte nach dem Turnier eigentlich noch einmal nach ihm sehen und dann war er plötzlich weg. Man sagte mir, dass er wohl mit dem schwarzen Ritter gegangen sei. Unverfroren. Dann wähle ich mir extra jemanden aus, der doch eigentlich in der Minne bewandert sein sollte, ein tobrischer Ritter, und dann sitzt doch nur wieder, ja, Tobria, so weit ab, dass ein Gebirge so etwas... Nun ja, Jalan hat seine anderen Qualitäten, die ihr vielleicht zu schätzen lernen könnt. Sie streichelt dir so ein bisschen über deine Oberarme und dann kannst du sehen, dass Jalan herantritt. Oh. Mhm, der sieht doch reichlich zerknirscht aus mittlerweile. Jalan! Signorino? Was kann ich für euch tun? Der Hochkönig der Zwerge wünscht doch einen Narrentöter kennenzulernen. Namentlich euch. Ich grinse ihn breit an. Wir waren gerade in ein Gespräch vertieft, aber ihr könnt uns gerne etwas zu trinken holen, das wäre sehr lieb. Wenn ihr die Güte hättet. Leonida, verzeiht, ein König darf man nicht warten lassen. Natürlich. Das versteht ihr hoffentlich. Ich halte nimmer noch mal ihre Hand und deute einen Handkuss an. Mhm. Ich komme so bald wie möglich wieder. Ja. Porasia. Verbeugt mich noch mal ein wenig. Und... Sie knickst. So, Jalan, wo ist dieser... unser geliebter König? Da hinten. Ja, ich greife die über meinen Arm und ziehe dich so ein bisschen weg. Ach, gut, dass ihr mich erlöst habt. Ich erlöse euch gleich um was ganz anderes.
Ihr sagt etwas, wieso hält der König mich für einen Drachentöter? Naja, egal. Weil ihr einen Drachen getötet habt, haben wir. Ich glaube, ich will. Nein. Ich weiß nicht, ob es klug ist, ihn an Druid aufzuklären, dass wir alle es waren, aber. Wenn ihr es wünscht. Ihr müsst lachen, wenn er einen Witz macht. Ah, ein guter Rat. Wie spricht man so einen Bergkönig an? König? Das wird wohl genug sein. Währenddessen wird Rafim von hinten von jemandem berührt. Und zwar nicht grob, aber doch bestimmend. Oh, fuck! Da seid ihr. Oh, ich habe euch überall gesucht. Weiß ich, wer das ist, der da steht? Ah, ungefähr 50 Jahre alt. Ach, die. Jenaya von Lurengaret, die alte Burggräfin. Fuck. Gebt mir einen Moment. Ich freue mich ja so, dass ihr bald in den schweren Waffen antretet. Ich habe schon einiges von euch gehört. Ja, richtig, richtig. Ich trete in den schweren Waffen an, wo ihr recht habt. Nun, Senjal an jetzt schon wieder hingelaufen. Gebt mir eine Minute, ich muss kurz den Herrn Greifenmund suchen. Und ich laufe in eine Richtung weg, in der Jalan nicht hingelaufen ist. Okay, sie klebt hier so ein bisschen weiter und mit den Schuhen wird sie das natürlich nicht ganz schaffen. Mit dem Rasen und sie versucht da hinterher zu kommen, ruft ihr noch irgendwas hinterher mit, dann werden wir uns auf dem Platz sehen. Ich werde euch dann fordern. Aber ja, dann kannst du auch schon an verschiedenen Leuten vorbeigelaufen sein. Die Gasse, die Lücke, die du dann gemacht hast, kannst du auch wieder hinter dir schließen, indem du wieder die Leute zusammendrückst und ja, läufst erstmal so ein bisschen über die alte Residenz. Die Weiber in diesem Land sind so abgefuckt. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich guck mich mal um, sehe ich irgendwas, was alanfanisch aussieht? Irgendwelche Wappen, die ich erkenne? Ja, auf alle Fälle. Auf der anderen Seite kannst du alle Rapaligan sehen mit ihrem Enkel und ein paar Boron-Geweihten. Aber das ist. Dir wurde wohl gesagt, dass die Punina-Boron-Geweihten anders sind als die Alanfaner. Das hast du schon mitbekommen. Finde ich irgendwen, der nicht so ganz so hochgestellt ist. Sonst. Also, Kiaras Karenor. Ja, verdammt. Also keine alanfanische Ritterschaft vorhanden, ja. Dann laufe ich herum und suche nach dieser. Vermutlich ohne Erfolg, aber. Ich such mal. Gut. Kiaras und Yzerun lachen weiter über die schlechten Witze, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Man muss Harmonie vermeiden. Genau, und ich frag den Hochkönig dann noch über irgendwelche vergangenen Schlachten aus. Was er denn für Heldentaten gemacht hat. Taktische Entscheidungen, die er getroffen hat. Oh, eine gute Idee. Ich bin natürlich daran interessiert, wie er es mit diesen widerlichen Novadi getrieben hat. Ja, also die Novadis machen ja schon eine ganze Menge Stress. Und naja, ich hatte dann Perwal den Tipp gegeben, als er noch ein kleiner Bub war, habe ich Prinz Perwal gesagt, ja, wir sollten da mal einmarschieren und den, was heißt einmarschieren, aber ich habe halt die Befehle befolgt und ich habe ihm dann so ein bisschen mal gezeigt, wo es lang geht. Ja, wenn da so ein Jungspund da ankommt, ich glaube, er wurde ein bisschen verletzt, dann hat sie dem, mir wurde zumindest gesagt, weil ich ihn dann aus den Augen verloren habe, wurde mir dann gesagt, dass er später irgendwie König oder Kaiser war und naja, zumindest ist er dann so ein bisschen komisch geworden, was Gewalt anging. Ich glaube, da hat er zu viel was auf den Schädel bekommen von den Novadis. Ja, das kann gut sein. Ah, solche Dinge passieren.